Ich hab's aber immerhin geschafft, den Stream anzuschmeißen. Das will schon was heißen. Das will schon was heißen. So, wir sind ja in Gradwald. Wahrscheinlich auf. Jetzt. Was sagen, jetzt bin ich sogar zu schwach, eine scheiß Flasche aufzukriegen. Das ist geschafft, auf Stream Start zu klicken, ja. Ja! Und den Stream vorzubereiten. Und überhaupt aufzustehen. Das muss anerkannt werden, ja? Oh, ich bin völlig im Arsch, ey. Das ist furchtbar. Okay. Jetzt habe ich nichts bedacht. Wie rühre ich das Ding um? Oh. Das ist verdicht. Ja, das ist dicht. Oh. Wunderbar. Ich bin froh, bei dem Pech zu sein. No. So schlimm. Oh, ja. Wir spielen nachher auch Schloberto weiter. Gut, ne? Das ist halt boring. Ja, ist auch. Ist es auch. Als ich letzte Nacht zu Bett ging, habe ich von einem vollbeladenen Schiff geträumt, das im Hafen vor Anker geht. Ich dachte, das wäre ein gutes Omen. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Habt ihr Fürst Garashri gesehen? Er kam mit einer Handvoll Soldaten durch den Sumpf gewartet. Sie sahen noch grüner als das Wasser aus. Aber ich wünsche dem Katzenfürsten viel Glück. Wisst du, wohin er ging? Ans andere Ende der Marsch. Ich habe diesen Ort bisher nur von den Docks in Anfurt. Ich muss noch kurz hoch und dem Hund. Ich hätte nie gedacht, dass ich je dort die Sachen da wegnehmen würde. Wenn und ihr macht den Katzenfürsten hinterher wollt, müsst ihr die Marsch durchqueren und auf die Mauern zuhalten. Ich wette, er ist an die Wäscheleine zu kommen. Aber der Hund hat es tatsächlich geschafft, mit der Unterhose von Frischer zu spielen. Ich weiß nicht, wie sie da reingekommen ist. Es. Dieser Hund. Entweder sind Socken, Handtücher oder Unterhosen. Es ist. Und dann dreht die immer ab. Weißt du, sie hat so viel Spielzeug, ne? So viel. Nee, ist frisch gewaschen, Ryan. Die, da büffelt nichts. Oh, aber ey, nee. Nee, dieser Köter. Ich hab's lieb, aber... Nein. Okay. Könnt ihr mit mir erzählen, was in Antwort geschehen ist? In einem Augenblick war ich schon fast eingeschlafen und im nächsten hörte ich Geschrei. Ich schaute raus und sah Räuber mit Fackeln. Da bin ich aus dem Fenster gesprungen und losgerannt. Ihr habt richtig gehört. Ich bin splitternackt den ganzen Weg hergelaufen. Die Fischersleute haben mir etwas Kleidung geliehen. Sehr nett von ihnen. Wie bei Tipsy. Genug Spielzeug, aber Nudeln sind das Schild. Ja. Nudeln mögen die Katzen auch. Es ist. Tiere sind anstrengend. Tiere sind sehr, sehr anstrengend. Was willst du über die Marsch? Heute Abend war ich noch nie dort gewesen. Ich habe Lehrlinge hingeschickt, um alchemistische Vorräte zu besorgen. Hätte ich gewusst, hätte vielleicht mal was essen sollen. Dass es dort von Reifzecken wimmelt, hätte ich ihre Stipendien erhöht. Aber nur in Maßen. Man will sie ja nicht verhätscheln. Ich denke mir halt einfach gerade so, okay, vielleicht hätte ich mir einfach wirklich vorher was essen machen sollen. Karl. Kauft dann bald einfach eine Packung Nudeln zur Beschäftigung, ist günstiger. Ja, aber dann will er wahrscheinlich die Nudeln nicht mehr.
Überhaupt nichts gegessen. Nee, ich nichts gegessen, aber das begünstigt meinen Kater noch um einiges. Ja, ich esse später. Ich esse später, wenn mein Magen wieder halbwegs gerade sitzt. Also, ist hier noch irgendwas? Nee. Ja, Dori muss eigentlich sowieso in die Richtung. Ach ja, der schöne Gratwald. Huch. Jetzt hocken wir hier unten. Aber wir sind nicht mehr auf der Insel unterwegs. So, habe ich 166 von Sand im Inventar. Weiß ich nicht. Gefarmt? Gekauft? Keine Ahnung. Es ist hoffnungs. Ich dachte, es wäre sicherer, ein Gasthaus zu leiten, statt einen Handelskahn zu fahren. Nein. Und dennoch Piraten. Immer Piraten. Was ist geschehen? Mir gingen einige Vorräte zu Neige. Ich hatte vor, einen Händler zu treffen, um sie wieder aufzustocken. Dann kamen die Piraten. Alle rannten in verschiedene Richtungen davon. Ich hörte Schreie draußen in der Marsch, aber ich habe mir den Knöchel verstaucht. Wer hat da geschrien? Meine Arbeiter. Sie sind wie Familie für mich. Die Art von Familie, die sich in einem Sumpf verirrt. Nicht so wie ihr. Hey, falls ihr ihnen über den Weg lauft, würde es euch dann etwas ausmachen, sie zu beschützen? Besonders meine Köchin Kesuli. Solange es ihr gut geht, geht es mir auch gut. Ob ich müde bin? Ich werde nach euren Arbeitern suchen. Hi. Ich dachte, es wäre aus mit mir. Ich verschwinde von hier. Na super. Also morgen stehen werde ich wohl nicht. Erstmal die wöchentliche Bestrebung abarbeiten. Das sind denn die wöchentlichen Bestrebungen dieses Jahr? Die hat 75 Bauten in Zero, die 8 grüne Neuner. Gut, nee. Schließt 7 Verlies ab. Wann bist du ins Bett? Bitte. 23 Uhr. Ja. 23.00 Uhr rum. Und auch direkt eingeschlafen tatsächlich. Ich war also nicht nur 3 Stunden wach, sondern ich war rechtzeitig im Bett. Und aufgestanden kurz vor 10. Eine Karte überträgt sie, aber ich habe jetzt auch Kopfschmerzen. No. Sorry. Okay, die Verliese könnte ich packen. Da gehen doch bestimmt dann auch die Höhenforschungen hier rein, oder? Diese Verliese und ein Öffnungsverlies, oder? Das geht doch bestimmt. Oder müssen es diese Dinger hier sein? Wenn es diese Dinger sind, habe ich ein kleines Problem. Ich würde es einfach sehen. Willkommen im Club. Leute. Was macht ihr für Sachen? Fertigt 5 Gegenstände am einem Schmuckhandwerktisch. Okay. Schiebt 10 Gegenstände bei Helan. Und schiebt unrechtmäßig erworbene Güter, um diese Bestrebung abzuschließen. Ja, gut, dann wird das bei mir nichts. Wahrscheinlich. Die Trolle, um diese Bestrebung abzuschließen. Diese grausamen Bestien durchstreifen die wilde Gastamme, ja. Okay, na gut. Mal gucken. Wird sich schon irgendwie ergeben. Hier, das ist ein Arbeiter.
Hallo, du kleiner süßer Bürger. Ich danke euch. Ich muss hier weg. Also dieses Gebiet wäre nichts für Frisches. Er hat einen Hass auf Zecken. Das wäre nicht sein Gebiet hier. Ja klar, da kann ich nicht drüber springen. Mit deinem Brot wollte er springen. Jetzt springt sie wieder. Da. Ich glaube, Kesuli ist nach Antwort gelaufen, so, um Hilfe zu holen. Sagt Frau ihr, sein, sie wird noch zwei oder drei andere. Ich habe ein paar, aber... Ich gehe halt nicht gern in Verlies. Bin immer so eine Alleinmacherin. Problem ist... Das letzte Mal, als ich im Verlies allein versucht habe, bin ich elendig gestorben. Lief ja so semi. Muss ich hin? Da hinten. Hi. Na komm, prüge ich dich. Wegschreien. Hinein mit uns. Ich weiß nicht, wie mit Zeit das gehen wir schnell durch, dann lass das auch hinter dir. Das ist das Problem, ich will halt eigentlich die Story von Gradwald weitermachen. Ich habe beim letzten Mal schon so ewig lange rumgedümpelt, wegen diesem Kackverlies. Halt wieder 30 Minuten, die halt fehlen. Lass mich durch. Kommt. Geh ich halt außen rum. Ist auch in Ordnung. Ihr könntet mir den Rücken. 2 Zentimeter nach links. Vielleicht ist mein Charakter auch einfach zu fett. Ah, hi. Ich kann es nicht glauben. All diese Soldaten und nicht einer hat anständiges Essgeschirr? Wenn ich doch nur mit ein paar Vorräten zurückgekehrt wäre. Das gehört dazu, eh dazu. Ja, die Verliese. Weiß ich, also, ja, klar, gehören sie dazu, aber. Das wird. Ich will halt dann die Verliese machen, wenn ich direkt in dem Gebiet bin und ich dann dahin reisen. Beziehungsweise, ne? Das ist schwer zu erklären. Also, ich glaube nur nicht mehr, dass es halt direkt zur Story gehört. Ich will halt Story machen. Lasst mich. Lasst mich Story machen. Die Arbeiter haben jetzt in Sicherheit geschafft. Wirklich? Wie wunderbar. Bitte nehmt diese bescheidene Bezahlung für eure Mühen. Und wenn selbst eine würgerverseuchte Marsch euch nicht schreckt, dann sollten wir vielleicht über zusätzliche Arbeit für euch sprechen. Nein. Unsere Gewinne reichen nicht aus, um die Steuern zu decken, die wir für den Gasthof an Anfurt zu entrichten haben. Wir haben ein kleines Nebengeschäft am Laufen, um die Differenz auszugleichen. Neben. Wegen der ganzen Zerstörung, die die Piraten angerichtet haben, bin ich mit einer Lieferung spät dran. Über was für eine Art Nebengeschäft sprecht ihr da? Nun, es gibt Dinge, die manche Leute haben wollen und die nicht wirklich verboten sind, aber dem Dominion trotzdem nicht gefallen. Die nicht wirklich verboten sind, aber dennoch verboten. Die Piraten haben sich einige der Zutaten unter den Nagel gerissen, die man braucht, um solche Dinge herzustellen.
Wenn die Waren den Kunden nicht erreichen, verlieren wir unser Geschäft. Versteht ihr? Ich werde eure Waren finden und sie zu euren Kontaktpersonen bringen. Ich muss auch noch die ganzen Analyse-Kram machen. Das sollte ja eigentlich auch gehen, wenn ich das, die Festung hier zurückerobert habe, oder? Müsste ja eigentlich. Das hier wäre übrigens das Verlies für das Gebiet. Nein, will ich nur nicht hinreisen. Ich glaube, da kann ich aber auch noch gar nicht rein, oder? Nein, ab 45. Weil in die ersten Verbannungszellen oder in die Verbannungszelle 1 konnte ich ja zum Beispiel rein und das war auch für das Gebiet vorgesehen, was wir ja beim letzten Mal gemacht hatten. Also das hier. Die Verbannungszellen. Das gehörte dann ja zu dem Gebiet. Hier. Verbannungszellen 2 kann ich noch nicht machen. Ich habe jetzt gesehen, warum wir es nicht geschafft haben. Da ist mein Level tatsächlich zu niedrig. Habe ich aber auch erst später bemerkt. Ohne zahlenmäßige Überlegenheit können wir Anfurt durch einen direkten Angriff nicht zurückerobern. Der Schlüssel zum Sieg ist die Feste. Leutnant Kasargi meinte, ihr würdet Hilfe benötigen. Diese hat wirklich scharfe Krallen. Deshalb habe ich ihr auch die Führung überlassen. Das war bislang wirklich eine sehr lehrreiche Reise für meine Soldaten. Ich wollte ihnen das Leben außerhalb von Elsweyr zeigen, damit sie sehen, was es bedeutet, Bürger des Dominions zu sein. Doch mit so etwas wie hier hätte ich nie gerechnet. Leutnant Kasargi erwähnte etwas über die Garnison von Anfurt. Ah, ja. Nehmen wir mal ja. Ändert. Vor allem, wenn man Verliese ja noch nicht so gemacht Soldaten hat. Ich eine wahre Heldin des Dominions vorstellen. Schade, dass sie fort ist. Sie ist mit ihren gefürchteten Jade-Dragonern aus der Stadt abgehauen. Weiß gar nicht, wie oft haben wir in dieser Woche nur so? Und sie hat den Ort ohne jede Verteidigung zurückgelassen. Anscheinend haben die Piraten beschlossen, diese Vielleicht Lücke privat zu nutzen. Mal gucken. Warum ist sie nur abgerückt? Diese Frage klären wir ein andermal. Im Augenblick haben ich wir sie irgendwie nicht lesen kann. Das kann in Lotro lustig werden. Dolen, so nennen sie sich. Wir haben beobachtet, wie einige von ihnen Befehle an andere gaben. Diese Dolen-Leutnants sind der Schlüssel. Was meint ihr? Wir müssen herausfinden, warum. Ohne Witz, ich liebe diesen Charakter, ne? Was haben Sie mit seinen Bewohnern vor? Nehmt mein Notizbuch und findet die Dolen-Leutnants. Schreibt alles auf, was Sie sagen, dass die Lage für uns etwas klarer machen könnte. Kann ich sie nicht einfach töten? Meinethalben spricht nichts dagegen. Falls Sie für den Kapitän der Dolen wichtig sind, werden Sie schriftliche Befehle bei sich haben. Solange wir nur Ihre Pläne in Erfahrung bringen, kümmert es mich nicht, wie ihr das anstellt. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Aber wie klein er halt einfach ist. Im Vergleich zu meinem Schar hier. Hui! Sammelt etwas Mondzuckerrohr, sammelt Histsaft, mein Grovensaft. Ich bin Gold. Okay. Mein Grovensaft.
Kann ja witzig werden. Luna, danke für die Punkte. Für die Herausforderung. Vielen, vielen lieben Dank. Wird aber lustig heute. 12 Stunden und dann ein Kater dazu. Ja, aber nochmal im Blog. Viel Spaß. Mach das, Luna. Ich bin ja noch ein paar Stunden hier. Oh. Hi. Ich mach mal hier Karambulade. Aber dann bin ich mir gekillt. Okay. 76.000 Punkte, ey. Reiner, danke für deine Punkte. 25%, ja. Seht ihr mal. Passt doch. So. Oh, unsere Müll. Unser Müll wird gerade abgeholt. Gott. Schwieriges Wort, ey. Das Schreiben vom Orden des Auges. Achso. Ja, ich weiß. Ihr da. Überbringt Yarmar Rabenhaar eine Nachricht. Die Magiergilde verfügt über alles, was wir für das Ritual brauchen. Ihr habt mir nichts zu befehlen, Nico. Oh, das ist heute also eher schwieriger, ha? Ja. Genau! Kill sie einfach! Ob ich die halt einfach gerade belauschen wollte? Honk. Mann. Da will man mal was so machen, wie es gewünscht ist. Und dann kommt da einfach so ein Hinsk an. Mann. Oh. Menschen. Ja, das kurz so klein prügeln wollte. Was? Ihnen Werkbank und wartet auf, dass sie zu sein. Ich hoffe, ich muss das nicht in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, doch muss ich. Oh. Okay, das war richtig. Das nicht. So, pass auf. Und da komme ich wahrscheinlich auch nicht. Weil mich da wahrscheinlich auch gleich irgendjemand daran hindern wird. Erstmal genug geplündert. Besorgt ein paar Wagen und fangt an, die Leichen aufzuladen. Sie werden oben in der Feste gebraucht. Leichen, was? Sollen wir euch frische beschaffen? Wollt ihr einen Aufstand provozieren? Nehmt erst einmal die, die in den Straßen herumliegen. Okay. Damit habe ich es belauscht.
Okay. Das heißt, kann jetzt in die Richtung gehen. Wir sind mit dem freien Spielballklasse in FF. Oh, Ryan. Und hallo, Kitty. Wie geht es dir? Na sicher, lass dich doch auch. Lass dich doch. Boah, meine Reflexe sind aber heute... Hui. Das ist noch mal zu wünschen übrig. Oh. Nee, okay. Das sind nicht die, die ich belauschen muss. Das ist gut. Brennt es nieder. Jetzt töten. Leicht müde, war um 8 Wochen und habe meine Mama abgeholt. Ja, dann mache ich Darmuntersuchung und durfte nicht allein heimlaufen. Ja, ja gut. Aber dann hoffe ich, dass es ihr bald dann besser geht. Nach der Untersuchung. Dann bist du schlafen gegangen, damit du jetzt müde bist. Ich sag mal so, selbst nach 9 oder 8 Stunden Schlaf bin ich müde. Also... Selbst wenn ich normal schlafe, bin ich müde. Deswegen. Guck dich mal auf die Länge an. Im Schlaf. Bin halt einfach durchgehend müde. Lassen den Wamasu im Herzen des kaiserlichen Kanalsystems. Wird das nicht die Säulen, die die Straßen abstützen, schmelzen? Letztendlich ja, aber erst einmal sichert es unseren Fluchtweg. Nach dem Ritual ist das ja die einzige Möglichkeit für die anderen, lebendig aus Antwort herauszukommen. Morgens. Ich habe die ganze Nacht Gegner tot gemacht, weil ich genervt war, weil ich offiziell wegfahren wollte. Und leider hat die Person gestern Mittag einen positiven Test wiederbekommen. Oh, scheiße. Das ist richtig ärgerlich. Das tut mir leid, Kitty. Wie gesagt, mit etwas Pech ist Frutus auch positiv. Aber noch wissen wir es nicht. Noch ist er offiziell negativ. Ich bin halt auch negativ bisher. Sind eingetroffen, um die Fischersleute. Aber um da ich sowieso nicht rausgehe, ich wollte am Strand entlang schleichen. Bei uns so doof, weil wir halt Freitag einen Termin dann haben. Hab ich
eigentlich. Was sollen wir tun? Und der Termin wahrscheinlich abgesagt werden muss. Bei uns. Das glaube ich dir, Kitty. Das glaube ich dir. Ist halt auch scheiße. Aber gut, kann man halt leider nichts machen, ne? Das ist jetzt zurzeit leider... Oder beziehungsweise es wird uns immer begleiten. Das wird ja nicht mehr verschwinden. Fürst Gareshri hat mich gebeten, die Pläne der Piraten in Erfahrung zu bringen. Ich habe tatsächlich etwas herausgefunden. Wirklich? Was haben die Dolen vor? Sie bringen die Leichen für eine Art nekromantisches Ritual zur Feste von Anfurt. Was? Warum sollten Piraten so etwas tun? Wir müssen in die Feste und sie aufhalten. Aber wenn sie die Feste halten, müssen sie die Tore verschlossen haben. Wie kommen wir hinein? Es gibt einen Eingang durch die Kanalisation. Gut. Wenn ihr die Feste betreten und das Tor öffnen könnt, kann ich Verstärkung zu euch bringen. Wo ist Fürst Gareshri? Ich muss ihm von diesem Plan erzählen. Ist in einem verlassenen Haus unweit der Außenmauern. Dann müssen wir uns beide beeilen. Verliert euren Kopf nicht, meine Freundin. Wir werden uns in der Feste treffen und diese Piraten daran hindern, ihren finsteren Zauber zu wirken, was immer er auch sein mag. Wieso sagen alle Freundin? Ich bin mit den Leuten nicht befreundet. Ich habe jetzt insgesamt 4 Stunden geschlafen. Von 6 bis 7 und von 10 bis 13. Oh. No. Also wie gesagt, ich habe meine 9 Stunden zwar geschlafen, bin aber mega müde und habe den größten Kater meines Lebens nicht. Ich habe schon schlimmere. Es ist eigentlich nur ein leichter Kater, aber trotzdem, es ist schon... Er ist präsent. Oh, er klopft die ganze Zeit an und sagt, hallo, hier bin ich. So, ich wollte nur mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Außer Zecken. Was mein Tank? Ja, oder auch mal weitermachen. Mach das, Kitty. Ja, gestern kam ich ja nicht zum Zocken. War ja gestern nicht da. War ja gestern auf dem Geburtstag. Und ja, mal gucken. Aber ich habe es ins nächste Gebiet geschafft. Also, haben wir ja geschafft. Müsste mit dieser auch mal anfangen. Ja, müsstest du. Ich will dich doch sehen, Ryan. Werfe Zecke. Na. Die Story ist so gerade langweilig. Lass dir Zeit. Ja, mein Schwede. Von den Seiten. Ich muss mich nur motivieren, aus dem Körbchen zu krabbeln. Du kannst ja auch einfach erstmal noch liegen bleiben. Oh, die sehkraften Zecken, ey. Möchte Arie spielen? Danach geht es aber nicht, Ryan. Aus
schwärmen! Ja, noch geht es leider nicht. Die Aura sind toll. Da scheißt man nicht drauf. Bin ja mal gespannt, wie weit ich es nachher mit Roberto schaffe. Die Story wird das wahrscheinlich nicht heute. Weil ich habe ja zum Album ja noch die Stämme. Die Dailies sind mit Roberto nebensächlich, finde ich, so ein bisschen. Teilweise. Mal gucken. Das Schlimmste sind halt einfach die ewig langen Cutscenes. So weit ist es ja gar nicht mehr, aber... Cutscenes sind immer so lang. Hi. Hallo, du kleines Echsenviech. Aua. Ich will, es gibt einen Mod für mehr Bewohnerrassen in FF. Ich habe gesehen, dass man das mit dem Mod in Hasen verwandeln kann. Ja, gut, aber ich gehe mal von aus, dass das verboten ist, Kitty. Ich gehe da mal ganz stark von aus. Weil das hier bestimmt sehr stark ins Spiel eingreift. Also wenn ich da hochkrabbeln müsste. Ja, das, deswegen sag ich das ja, Kitty. Das, das würde ich mir halt dreimal überlegen, ne? Ihr habt es geschafft. Exzellente Arbeit. Ja, ne? Zeigt es Ihnen. Hab zwar nicht viel gemacht, aber danke. Gute Arbeit, meine Freundin. Leutnant Kasargi hat mir euren Fund gebracht. Was sollen wir als nächstes tun? Die Piratenanführerin hat vor, die Straßen von Anfurt mit untoten Sklaven zu füllen. Doch es bleibt noch genug Zeit, um sie aufzuhalten. Sie kommen aus der Kriegergilde. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, der dort hineingeht und ihre verdorbenen Rituale stört. Kann ich noch einmal auf euch zählen? Jupp, könnt ihr. Bei Alkos schuppigem Schritt. Ich wusste, dass ihr es schafft. Nun zum nächsten Punkt. Die Piraten werden die Kriegergilde sicher schwer bewachen und ihre Tore verriegelt halten. Ja. Tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Wie komme ich an den Schlüssel? Ich gebe ihn euch. Ich habe ihn bei der Leiche eines Piraten gefunden und die Markierungen darauf erkannt. Mir war das Glück von Rajin hold. Ich bin sicher, die Kriegergilde hat keine Einwände, wenn ihr alles und jeden beseitigt, der dort fehl am Platz ist. Wenn ihr fertig seid, dann berichtet Leutnant Kasargi von eurem Erfolg.
Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Bin zu fett. Hallo Zombie. Wir sind hier bei Walking Dead. Okay. Dann hinein mit uns. Fuck Zombies. Vorwärts. Bist du dran? Ihr kleinen Zombies. Und raus mit uns. Ryan. Seid gegrüßt, meine Freundin. Ihr habt es geschafft. Die Untoten sind gefallen. Die Piraten haben kapituliert oder sind geflohen. Ein guter Tag. Wie schwer seid ihr verwundet? Man will es mir nicht sagen. Das heißt, es ist wohl schlimm, oder? Ich werde sterben. Warum willst du mich leiden sehen? Ich bin sicher, ihr kommt schon wieder auf die Beine. Wirklich? Eure Worte bringen mir Hoffnung. Fürst Gareshri ist nicht hier, oder? Das wird ein Graus, Ryan. Das wird ein Graus. Du wirst dich leiden, doch. Werde ich. Ich kann ihn für euch holen. Nein. Er scharrt die Leute von Anfurt zum Widerstand gegen die Piraten um sich. Bitte, lenkt ihn nicht mit meinem Schicksal ab. Okay. Wenn ich an Wunden sterbe, die ich mir tapfer verdient habe, kann ich meinen Ahnen voller Stolz begegnen. Sag dem Sprecher, dass es eine Ehre war, ihm zu dienen. Ich werde es ihm sagen, Kasagi. Nein. Sie ist tot. Sie ist tot. Und wieder eine Interesting.